klein auf wollte ich schon immer Fußball spielen. Ja, hat mein Vater mir schon den Ball von Füßen gelegt und ja, habe ich angefangen. Könntest du dir ein Leben ohne Ball vorstellen? Also Stand jetzt auf gar keinen Fall. Das ist so meine Leidenschaft. Woher kommt deine Ständigkeit? Ja, ich denke von meinem Vater. Ja, er war auch nicht sehr langsam gerade. Und ja, da habe ich wohl ein bisschen was von ihm abbekommen. Ich habe zwei Brüder. Wir haben immer zusammen auf dem Wohnzimmer alle zusammen Fußball gekickt. Haben wir dann natürlich auch oft mal Ärger bekommen vom Vater, wenn da mal was kaputt gegangen ist. Gläser, Fenster auch. Da haben wir schon ein paar Mal Ärger bekommen. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Vater grundsätzlich ist ja auch der größte Chefkritiker von dir? Ja, auf jeden Fall. In jedem Spiel schon von klein auf hat er auch zugeguckt, gesagt, was ich gut gemacht habe, was ich vielleicht im nächsten Spiel vielleicht besser machen muss. Ich denke schon, dass der mein größter Kritiker ist. Ich habe früher sehr, sehr viele Panini-Bilder gesammelt, abgetauscht mit Freunden, bin immer wieder nach Hause gerannt und wollte jeden Tag 50 Cent haben, damit ich zur Bude gehen kann und mir wieder neue Bilder kaufen konnte. Und ja, das hat früher schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ah, okay. Da musste ich überlegen, jetzt weiß ich, was es ist. Von der rhythmischen Sportgymnastik halt, meiner Mutter. Kommt deine Mutter ins Fußballstadion? Ja, na klar. Meine Mutter ist auch fast so gut wie in jedem Spiel, wenn sie kann im Stadion und guckt da noch zu. Ja, USA fasziniert mich halt einfach. Auf jeden Fall habe ich das auch mal vor, dass ich durchs Land reise und ein paar Sachen anschaue. Und ja, im Moment ist es natürlich sehr schwer, weil wir ja nicht so lange frei haben. Ich höre auch gerne natürlich Musik. Da ist ein bisschen alles von mit dabei. Hip-Hop, R&B, das ist meine Musikrichtung, die ich natürlich auch höre.